Meiner Fahnder Startplatz, Platz 7 könnte mir zum Verhängnis werden. In Q2 zwei schnelle Runden gefahren. Frische Reifen hätte ich schon sehr gerne. Und das Qualifying einfach wieder ein Traum. Würde ich gerne im Rennen so fahren, jede Runde einfach am Maximum. Geht aber in der aktuellen Generation, mit der aktuellen Generation von Reifen nicht. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Abu Dhabi. Ja, Hülkenberg nass gemacht. Halbe Sekunde vor ihm ist aber auch nicht die Welt, aber ich meine im Hinblick auf aufs Rennen, wo ich etwas langsamer sein werde, aber Hülkenberg aktuell der am deutlichsten geschlagene Rivale. Ferrari muss sich mehr freuen. Auf lange Sicht, bitte. An das Ziel? Nicht Punkte, ja. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Platz 12. Da ich im Qualifying mehr, speziell in Q3, aus den Reifen rausquetsche, was im Rennen einfach nicht möglich ist, wird es wieder nach hinten gehen. Ist eigentlich schade drum. Ich werde gerne jede Runde so fahren wie im Qualifying. Immer ans Maximum gehen, aber dann auf passende Reifen muss der noch irgendwie in die Box kommen. Auch wenn es etwas übertrieben ist, es war deutlich schlimmer noch 2016 und zuvor, aber ist immer noch so. Bin auch nicht mehr so deutlich. Na gut, dann gehen wir mal zum Rennen. Ich bin schon gespannt. Regnen soll es ja nicht. Das haben wir schon hinter uns. Komm schon. Die Dunkelheit bricht herein in Abu Dhabi, doch für die 11 Teams auf der Strecke ist noch lange nicht Feierabend. Die Flutlichter sind an und wir bereiten uns auf das letzte Rennen der Saison vor. Seit dem Debüt 2009 haben wir hier spektakuläre Momente erlebt. Werden wir auch heute wieder verzaubert? Die Fahrer werden heute auf der Insel Yas von 21 Kurven mit einer Rundenlänge von 5,4 Kilometer begrüßt. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen in den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Zum letzten Mal in dieser Saison darf ich neben mir Stefan Römer begrüßen. Was war das nur für ein Jahr, Stefan? Es hat richtig Spaß gemacht. Wie fühlst du dich jetzt, wo wir so kurz vor dem Finale stehen? Es war eine atemberaubende Formel-1-Saison und ich glaube, dass es heute Nacht noch einmal richtig zur Sache gehen wird. Wir sind um die ganze Welt gereist, aber es ist immer noch alles offen und heute wird die Entscheidung fallen. Es ist immer wieder aufregend, nach Abu Dhabi zu kommen und ich hoffe, wir erleben heute den krönenden Abschluss einer ganz besonderen Saison. Hamilton hat eine Strafe bekommen. Sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Max Verstappen steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo und ein Toro Rosso, Esteban Ocon und Hamilton, Magnussen, Raikkonen, Vettel und Marcus Ericsson, Wehrlein, Van Dorn, Sergio Perez und Alonso, Hülkenberg, Massa, Jolyon Palmer und Carlos Sainz Jr., Stroll und Romain Grosjean startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Das ist schon etwas komisch, oder? Wehrlein? Check das gleich. Lass uns diese Saison mit einem Höhepunkt beenden. Wehrlein so weit vorne, obwohl er eine Strafe bekommen hat, ja. Da haben andere noch deutlich mehr Strafen bekommen als eben Pascal Wehrlein. Deswegen startet er von so weit vorne, obwohl er eine Strafe bekommen hat. Und die drei vor uns, Hamilton, Raikkonen und Vettel, die haben dann jeweils eine Getriebestrafe bekommen. Tja, wir haben es direkt vom Rennen wechseln dürfen. Ganz regulär. Die drei werden uns schnell bekommen. Aber dass Sainz jetzt von so weit hinten aus uns rennen muss, ich glaube, da wird er auch mit einem Boxenstopp weniger sich sehr, sehr schwer tun. Wobei, wenn er es ganz aggressiv auslegt, ach, wir werden es einfach sehen. Rennstrategie. Mit gelben? Oder für ein Stop? Oh, ich bin das gewillt zu fahren. Wobei gute 3 Sekunden nicht den Unterschied ausmachen. Was mache ich denn? Mache ich von so weit vorne den Sainz? Ich werde mich am Ende nicht so gut wehren können. Also ich muss mich richtig aufs Ende konzentrieren, mit den abgefahrenen gelben Reifen zu fahren. Ist zwar schneller, aber wenn man da nicht aufpasst, ist man mit dieser Strategie dann sehr schnell langsamer als mit dieser hier. Weil man am Ende sehr auf die Reifen aufpassen muss.
3 Runden Unterschied, dann die 19, jeweils 11. Ich glaube, Abu Dhabi ist einfach nicht meine Strecke. Ich versuch's heute mal so. Und Sprit? Was nehme ich denn da? Mit. Ups. Ich glaube um die 29,7. Ich werde auf der Geraden viel brauchen. In Sektor 1 und in Sektor 3 kann ich eigentlich sparen. Da kann ich dann auch im letzten Sektor, im letzten Stint, der ist bei uns ganz, ganz lang, könnte ich auch auf Mager fahren. Da werden sie im Normalfall nicht vorbeikommen. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich fahre einmal rein, fahre dann ewig lang mit den Gelben, auch eine ganz lange Zeit lang gut. Und dann gegen Ende bin ich einfach arschlangsam, aber ich sehe zu, dass ich in den Kurven mich nicht so weit nach außen treiben lasse und dann düse ich auf den Geraden davon. Das ist ein Plan. Den gehe ich so an. Gut, dann sind wir bereit, starten von der 4, eigentlich von der 7, aber egal, wichtig ist da, wo wir ankommen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Also wenn ich beide oder einen Red Bull unter mich bekomme, wäre das schon nicht schlecht, wenn dann die drei Schnellen ankommen, Hamilton, Raikön und Vettel. Kimi 18 Punkte vor Vettel. Das nicht vergessen, wenn euch der Kampf um Platz 1 sehr interessiert. Wir werden zwar eh nicht wissen können, wie es zwischendurch steht, außer wir sehen, welche an uns vorbeifahren bei Berundung. Also so ein Red Bull zwischen mir und den drei Schnellen da hinten wäre, glaube ich, schon Gold wert. Weil der wird die ganze Zeit DRS haben, wird dann, glaube ich, hinter mir hängen und nicht vorbeikommen. So, gegen wen fahren wir denn heute? Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer. Hülkenberg und Wehrlein. Gegen wen fahre ich heute? Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer. Van Dorn und Hülkenberg. Na, wieso immer dieser Stoffel? Man könnte immer Stoffel sagen und Hülkenberg oder letzteres einfach der Konkurrent. Und man würde überwiegend richtig liegen. Habe ich das Gefühl. Hat er aber recht? Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Habe ich gar nicht so genau hingeschaut, aber hier sollte es nicht regnen. Rennstrategie. Ein Boxenstoppfenster öffnet sich in 8 Runden. Runde 9 und dann fahren wir durch. Das wird eine Aufgabe werden. Oh, was fliegt denn da? Blätter? Wo kommen die her? Die Palmen haben doch nicht solche kleinen Blätter. Bin mal gespannt, was mit dem Einstopp drin ist. Vielleicht muss ich dann doch auf mehr Rot gehen. Auf 2 Stops. Werden wir mal sehen. Hinterreifen haben mehr als genug Temperatur. Motor 111 und die Vorderreifen gehen auf. Soweit ist der Weg ja nicht bis vor. Im Zeitfahren ist ja die Temperatur immer auf 100 Grad. Ob das repräsentativ ist für die optimale Temperatur, ist eigentlich zu heiß. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Danach kommt das Heck so rum, okay. Hinterreifen doch zu heiß gewesen. Ich wollte eigentlich einen Red Bull bekommen. Und Bottas fällt von der 1 auf die 3. Vielleicht. Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Also heute hier reinstechen geht nicht, dafür sind sie zu gut. Da vorne. Uiuiui. Den Schatten bekomme ich aber... Na, lass das. Stimmt aber was. Danke für den Hinweis, Hamilton. Werde ich im restlichen Rennen aufpassen müssen. Da war ja was. Gut, nix was mit dem Puffer zwischen uns und den Schnellen da hinten. Ocon fährt vorbei, okay. Ocon kann aber bloß hinter uns bleiben, wenn
er Windschatten und DRS von uns bekommt. Ansonsten ist er gegen die verloren. Dann sehe ich mal zu, dass ich Ocon Hilfe gebe. Aktuell hat er aber einen guten... wobei, da kommt der Nächste. Ich sehe erstmal zu, dass ich meine Kurven soweit bekomme. Alles Weitere wird sich schon ergeben. Heute fahre ich zum ersten Mal mit dem schweren Wagen. In Brasilien habe ich ja schon im freien Training mal 4 Sprit mitgenommen. Nee. Bitte nicht drehen. Ich passe auch bei der Hanna drauf. Also die Ersten wird es riesig freuen, was wir hier machen. War aber absehbar. Hätten die da hinten einfach schon vorbeifahren müssen? Oder hätten sie sich einfach keine Getriebestrafe einfahren dürfen? Die müssen uns noch so langsam kennen als Bremsklotz im ersten Stint. Hamilton und Vettel, ganz klar in Mexiko. Ist noch gar nicht so lange her. Damit ich Ocon einsetzen kann, darf ich aber auch nicht zulassen, dass er an mir vorbeifährt. So, wie wird mein Ausgang sein im Vergleich zu ihm? Besser. DRS gibt's noch nicht. Ansonsten würde er ja schon stark angreifen. Das macht er so schon. Okay, ich muss dann auf Fett gehen. Ich bremse einen Tick später, aber er bremst sich dennoch ran. Freuen sich die da vorne noch mehr. Ocon, bleib hinten, ja? Was für eine Gruppe da hinter uns. Aber dann ist wieder eine kleinere Lücke. Ist da schon Sainz hinten dran? An dem Schwanz? Oh Gott, der Wagen kommt rum. Warum? Also aufhalten tue ich deutlich. Unverkennbar. Also heute muss ich einfach, so gut es geht, der beste Trulli der Welt sein. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Werde ich viel aufhalten müssen, um vorne zu bleiben. Nee, nicht gut. Ich guck mir das mal an. Wobei, jetzt ist er gerade wirklich sehr weit weg. Mal gucken, ob er auf der zweiten Gerade jetzt in den Kurven rankommt. Aber hier ist er auch zu weit weg. Da muss ich kein Benzin opfern. Ich muss all meine Kurven heute bekommen. Sehr, sehr wichtig. Ocon ist zwar nicht so schnell wie Perez, aber genau das könnte wichtig sein, dass er hinter uns bleibt. Und ihm kommt sowieso zugute. Also er wird sich auch nicht sonderlich beschweren über die aktuelle Position hinter uns. Mit freier Fahrt der Hintermann würde er gekascht werden. Er könnte zwar generell einen Vorsprung auf andere Konkurrenten ausfahren, aber im ersten Stint geht das voll unten. Vor dir beträgt 8,2 Sekunden.
persönliche Bestzeit. Oh Gott, ich komme zu weit außen. Soll es hier nicht zu weit außen sein? Sonst wäre ich gedreht und jetzt muss ich auf Fett gehen. Ah, der wird mich angreifen. Der ist zu nah dran. Könnte am Ende ein Gegner sein, deswegen natürlich nicht vorbeilassen. Na, jetzt ist er, glaube ich, zu weit weg. Wo ist er? Zeig dich. Zu weit weg. Jetzt geht das taktische Fahren wieder los. Die eine Lücke hinter der großen Gruppe hinter uns, die bleibt. Gut, es werden wohl die ganz langsam sein. Zählt man durch, wie viele sind das? Wobei, das sind noch einige, die da ganz hinten sind. Das sind nicht bloß die beiden sauberen McLaren. Noch sind alle im Rennen. Klar, wir sind Vierter. Da müssen ja viele hinten dran sein. Sogar sehr viele, sogar fast mehr als die direkt hinter uns hängen. Wagen muss sich etwas abfangen, der wollte wieder rumkommen beim Versetzen. Ja, nicht so weit außen, nicht so weit außen. Oh, der wird noch mehr angreifen als letzte Runde. Nee. Ich darf mich hier nicht in den Verbremser leiten lassen. Jetzt verliert er wieder entscheidende Meter, aber er ist näher dran als letzte Runde. Wird aber auch noch zu weit weg sein. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A? Ich will gucken, ob das funktioniert. Ich habe jetzt keine Zeit, im letzten Sektor nachzuschauen. Fragt mich das zu Beginn der ersten Geraden, aber nicht jetzt. 21 Sekunden. Bringt's nicht. Keine Zeit für. Das ist nun mal mein Problemsektor. Muss ich aufpassen, nicht rauszurutschen. Ansonsten ist alles für die Katz. Vielleicht habe ich Glück und darf noch nachgucken, wenn wir auf der Geraden sind. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 7,3 Sekunden. Der ist einfach ganz hinten dran in der ganzen Gruppe. Ich glaube, die ersten sind schon rein, ne? Ist die Gruppe kleiner geworden hinter uns? Ich hätte in den ersten Runden mir im letzten Sektor Benzin sparen sollen. Da kann eh keiner eine Zeit rausfallen, weil er früh reinkommt. War jemand schon drin? Ich fahre im letzten Sektor auf Magel. Bitte umstellen auf schnellere Motoreinstellungen. Wir sind zwei Runden über Benzinplatz hier. Und? Ich werde da noch genug Benzin brauchen. Das verbrenne ich schon. Glaub mir, Jeff. Krieg ich schon hin. Wenn ich auf abgenudelten Reifen hinten dann gegen Ende auf den gelben sowieso auch schon auf Mager fahren könnte. Aber ich glaube, es war noch keiner drin, deswegen verliere ich gerade nicht auf ihn Zeit. Ich bremse halt mit allen. Dafür habe ich auf der Geraden mehr. Die Reifen lassen schon gut nach.
Jetzt kommt doch keiner ran. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Ich bin, glaube ich, doch gewillt, auf Rot zu gehen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 14,7 Sekunden. Ich glaube, es ist einfach doch nicht meine Strecke, dass ich das durchhalte. Erst bei Jeff Nö sagen und jetzt dann doch wieder drüber nachdenken. Kann man ja machen. Na toll, nicht verleiten lassen, ne? Gib wieder her. Nee, der ist weg. Ey, nicht. Oh, falsch. Ich komme nächste Runde rein. Uns wurde zwar schon Runde 6 angezeigt für das erste Mal Rot. Aber der Perez. Ich bin gerade viel zu langsam. Jetzt nicht die Nase abfahren. Lass mal die Nase ganz. Was machst denn du? Dann gib mir DRS. Die gelben werden zwar deutlich konstanter sein als diese Lilas hier, aber ich habe kein Vertrauen. Brauche ich nicht. Hab jetzt gleich DRS. Ferrari, die sind ganz schön tief, hä? Die funken am ehesten noch Schläge. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Also ich denke mal, das wird besser sein, so zu fahren. Stand jetzt, klar, sonst würde ich es nicht machen. Mal gucken, ob ich hinterher schlauer bin. Ob ich da eine Tendenz habe, wie es hätte besser sein können. Müssen wir jetzt einfach mal erfahren. Schnell was trinken. Keiner in der Box, wie aktuell vorletzter Hülkenberg auf dem noch letzten Platz. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch ein Boxenstopp. Jo. Die waren alle noch nicht drin. Die haben alle halt frische Reifen beim Start gehabt. Immerhin kann ich die Roten jetzt vorausfahren. Hülkenberg war ja auch schon drin. Ich denke, man wird an sich schneller sein können. Werden wir jetzt aber sehen. Start aus Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 14,0 Sekunden. Sie fahren den Packen erstmal wieder. Superweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 49,2. Schön, was mit den Reifen möglich ist. Die roten Reifen sind dann doch meine Reifen des Rennens.
Fahrer vor mir? Hülkenberg vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,46,1. Also mit dem schweren Auto ist der dritte Gang da genau richtig. In der Linkskurve. Was ich am Ende der Geraden an Rückstand auf Hülkenberg habe. Der Fahrer vor mir. Zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. 2,7, dann frage ich immer auf Stadtziel nach. Muss halt immer am gleichen Punkt nachfragen, ansonsten vor uns das etwas. Oh, fährt halt knapp vor uns. Besser aber als knapp hinter uns. Der fährt durch. Okay, der muss was riskieren, sagt er sich. Und Kimi muss sowieso irgendwie Probleme bekommen. Ansonsten gewinnt er die WM nicht. Der Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Der S ist super, aber das Blöde ist, ich kann gerade nicht den Abstand zu Hülkenberg abfragen. Naja, Vettel wird schon vorbeifahren, auch mit Gelben. Merkt seine Reifen aber gerade deutlich. Ich hab doch nicht so einen großen Bremsvorteil gehabt im ersten Stint, wie ich gedacht hätte an der Stelle. Hat man in Ocon gesehen. Gut, er hätte auch bessere Reifen gehabt. Jetzt ist mir Vettel gerade zu langsam und der letzte Sektor wird es schon richten. Absolute Beste der Mittelsektor. Hülkenberg bin ich auch näher gekommen. Inwiefern die sich da vorne ärgern, ob ich da Profit draus schlagen kann. Man merkt deutlich, wie Vettel im letzten Sektor davon saust. Sobald diese 90-Grad-Kurven anfangen, geht's ab. Und da gewinnt auch Hülkenberg ganz viel. Gleich ist er dran, davon sind ja einige. Wir weiterhin auf dem letzten Platz. Status Teamkollege. Carlos ist auf P8. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,5 Sekunden. Dreckig angekommen. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 48,2. Also bei dem bin ich mir ganz sicher, der fährt dann auf den Gelben und fährt damit durch. Also müssen wir jetzt effektiv, wir kommen beide nochmal rein, 10 Sekunden bis zum Rennende auf ihn gut machen. Klingt besser als in Brasilien. Sollte hier eher aufgehen. So, jetzt da vorne gerade generell viel los, da wird es auch im letzten Sektor die etwas aufhalten. Hülkenberg deutlich rangekommen an uns. Wir haben halt null Druck von hinten, weil wir letzter sind, aber wir sind nah dran an den vielen Autos. Wir waren halt eben schon drin und die meisten vor uns nicht. Na, spätestens auf der zweiten Geraden kann ich angreifen. Ich hoffe, Hülkenberg wird dann nicht zu viel Druck machen und mich dann nicht auch angreifen wollen, weil ich nicht schnell genug bin. Nix in der Box. Die Reifen waren alle zu frisch bei denen, waren die roten. Die meisten sind auf den roten unterwegs, schätze ich. So, jetzt hier vorbei bremsen wir zu früh, brauche ich noch nicht. Nicht zu viel Risiko. Meine Chance wird woanders kommen. Mann, fahrt schneller. Jetzt komme ich zu weit nach außen, Mist. Ja, wird auch auf der zweiten. Na, wobei, beim Anbremsen. Ich gehe gleich mal fett. Oh.
Hülkenberg nochmal an. Hey, sagt er. Na, ist Alonso. Also Hülkenberg bekomme ich auf jeden Fall nicht und Alonso glaube ich auch nicht. Nee. Dann wird mich Alonso jetzt gleich richtig ausbremsen. Das ist gerade Mist, da war ich nicht auf der Höhe. Oh, da ist ein Sauber dazwischen. Was ist hier los? Ja, hier vorbei bremsen will ich ungern. Kann ich auch nicht. Kein Platz da. Ah, er wird mich auch im ersten Sektor aufhalten. Ich muss an Hülkenberg dranbleiben. Aus der letzten Kurve komme ich nicht so prickelnd raus. Das ist mein Problem. Carlos ist an die Box gefahren. Carlos ist jetzt an der Box. Okay, erledigt sich auch so. Aber Wehrlein könnte uns auch noch mal ärgern, wenn Hülkenberg wieder so gut vorbeikommt und ich überhaupt nicht. Eriksson auf den Gelben, Massa auf den Gelben. Ja, die Roten, die fahren jetzt alle durch. Zu dritt hier? Nee, nicht zu dritt. Zu zweit. Kurz, er gibt sich geschlagen. Hä? Ja. Ja, den bekomme ich. Hülkenberg. Kannst gerne noch einen weiteren letzten Sektor hinter ihm bleiben. Wie aktuell auf der 12. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,5 Sekunden. Stand jetzt alles genau richtig gemacht mit den Roten im zweiten Stint. Eben auf diese zu gehen. Hülkenberg hinter uns. So, kommt der jetzt wieder ran oder nicht? So, ja. Wir geben die ganze Zeit Benzin, oder? Weil die Anzeige blinkt dauernd grün. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Guck auf der Geraden nach. Was ist denn jetzt los gewesen? Magnussen fährt auch durch. Oh Gott, auf ihn müssten wir uns da rausfahren. Das wird schwierig. Ich glaube, nicht möglich. Okay, geht in Ordnung. Ich muss mit einem Undercut an irgendjemand vorbeikommen. Bei 16 ist ja gleich. 2,5 Runden. Reifen fühlt sich gar nicht schlecht an. Nee. Mann, die halten ja richtig gut. Ja, die waren ja auch ganz frisch, ne? Dann komme ich doch Runde 16 rein. Weil ich könnte mit Runde 18 die Reifen nicht ausfahren. Wenn ich jetzt im Zweikampf sogar noch so wenig Abnutzung habe. Auch wenn das hier beileibe kein Suzuka ist, 2 Runden eher reinkommen, ist, denke ich, richtig. Magnussen komme ich aber gerade nicht wirklich ran. Na gut, jetzt kommen erstmal meine zwei starken Distanz Sektoren. Der Abstand zum Führenden beträgt 47,4 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,0 Sekunden. Ne, der ist gerade über Stadtziel. Also eher über Ziel. Start ist ja weiter vorne.
Also ich kann die Reifen noch deutlich mehr ausquetschen. Hülkenberg kommt mit. Ich kann nicht wegfahren, aber er kann noch nicht ernsthaft angreifen. Ich muss die Reifen jetzt vorausfahren bis zum Stop. Die knapp anderthalb Runden. Was mache ich mit dem zweiten hier? Mit dem zweiten fährt man nicht besser. Rennstrategie. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Die Chance, dass wir hinter Sainz landen, ist gut da. Der hat gerade die Kurve nach der gerade passiert. Mal gucken, vielleicht probiere ich hier nochmal ein Einstopp-Rennen aus, aber heute nicht. Wobei man könnte es auch fast mit den Roten gehen, wobei wir haben jetzt etwas mehr als die Hälfte geschafft. Ja, wer kommt die Runde rein? Oh Gott, zu weit außen, zu lange fünfter Gang. Ich muss sogar lupfen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt. Der Magnus ist selbst auf dem Reifen gerade schneller. Das ist nicht gut. Die Gelben sind schnell genug und die halten vor allem nochmal eine Ecke länger als die Roten. Die halten ja schon gut. Aktuell sind wir auf der 10, aber Magnussen bekommen wir nicht mehr. Ich fahre am letzten Sinn keinen Boxenstopp auf ihn heraus. Nee. Und wenn er so... Ah, der könnte gut punkten mit einem Stopp. Du musst diese Runde reinkommen. Jo. Die Reifen halten sehr, sehr gut. Deswegen müssen wir eher reinkommen. Hätte ich dann zwar im letzten Sinn mehr, wenn ich diesen jetzt weiter hinaus zögere, aber... Ich hätte mal gucken können, wo wir gleich rauskommen. Rückenberg fährt noch nicht rein. Steht hier gar nicht. Toll. Los, fahr jetzt! Dafür haben wir dreimal das Teamziel. Da unten zweimal bei der MFA und oben links. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Nur auf der 16, 17. Die sind weit, weit vorne. Die nächsten großen Fahrer. Einer ist gerade in der Spitzkehre. Zwei. Ah, das ist Sainz. Ah, ich bin gespannt. Ein teaminternes Duell gibt es auf jeden Fall. Und es sieht gerade etwas besser aus als in Brasilien. Auf der nächsten Geraden muss ich spätestens vorbeifahren. Und ich gehe jetzt aber nicht auf Fett, ansonsten bin ich zu nah dran. Das ist nämlich genau richtig, der Abstand zu ihm. So, Reifen ausquetschen, das habe ich im letzten Sinn gemerkt. Start aus Teamkollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 10,1 Sekunden. Sie
fahren mit neuen Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,47,1. Jetzt schon 10, wie in Brasilien. Ich glaube, ich werde näher dran sein, aber werde ich auch vorbeifahren? Das ist die Frage. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 17,6 Sekunden. 17,6, Hülkenberg war drin, deutlich hinter uns. Dann kann er erstmal überhaupt nicht von DS profitieren. Zumindest von uns. War auf jeden Fall gut, so früh reinzukommen. Ah, der ist doch hinter uns, schade. Hätte gedacht, der fällt okay, sogar noch hinter Ericsson zurück. Mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Status Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 9,6 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 46,1. So, im letzten Sektor werde ich aber zeitlich verlieren. Zweimal lila jetzt gehabt. Die Runde ist wirklich ziemlich gut. Stroll vor uns. Auf den gelben. Den werden wir bekommen. So langsam wie der an diesem Rennwochenende war. Absolute Bestzeit. Nein, hätte mich aber überrascht. Hülkenberg zieht aber mit. Ist nicht gut. Will mich nicht noch gegen ihn verteidigen müssen. Status Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,46,3. Gelbe Reifen. Ich darf mich an den Fahrern vor uns auch nicht zu lange aufhalten. Leicht verbremst. Jetzt werde ich nicht auf Fett gehen. Ich werde im ersten Sektor zu nah dran sein. Du nimmst deinem Vordermann pro Runde etwa 2 Sekunden ab. Da vorne ist schon Sainz. Gut aus gegen den Teamkollegen, aber reicht's für Punkte? Erstmal will ich einen Teamkollegen bekommen. Klar. Boah, ja, Kurven sind nicht seine Stärke. Die Geraden schon, aber Sektor 2 ist meiner. Und den haben wir auf diese Geraden. Hat auch gar keine Unterstützung von ERS. Jetzt schon. Wie sich da die Textur mal kurz ändert. Pommer fährt aber ein gutes Rennen. Allerdings auch eine andere Strategie als sein Teamkollege. Hätte bis Rennende auf den Geraden oder bis hierhin auf Fett durchfahren können, wie es mir gerade scheint.
Ich schaue nicht auf die Reifenabnutzung, die fühlen sich super an. Ich fahre die einfach rund weiter. Hülkenberg ist der übernächste, gerade in der hängenden Kurve. So, Hülkenberg muss auch erstmal an Stroll vorbei, der ist auf der Geraden gut. Und die KI hat nun mal jeder die Schwäche, wo auch der andere sie hat. Das war nicht gut. Hier auf der Geraden hatte ich gerade das Gefühl, es wird heller. Der Himmel. Na, jetzt wird außen. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,7 Sekunden. Sie fahren. Ja, 6 Sekunden sind noch gut. Pro Runde eine Sekunde. Nicht aufholen muss. Pro Runde eine Sekunde ist schon heftig. Muss doch mal lunzen. Sehr, sehr gute Reifen. Lassen sich auch noch sehr, sehr gut fahren. Wir sind bei plus eine Runde extra Benzin. Benzinplan Ziel. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,9 Sekunden. Und es ist noch Straw. Upsa. Na, bleib hier. Ich habe kaum auf Sainz gewonnen. Mist, der fährt wieder so gut am Ende. Weil die Reifen das hergeben. Meine sind aber auch gut, das kann nicht die Ausrede sein. Dennoch war ich vor 3 Runden nochmal eine ganze Ecke schneller. Also klar, meine Lieblingsstrategie wäre gewesen, mit Rot starten und Gelb durchfahren, oder auf Gelb starten besser gesagt, sogar noch und dann auf Rot durch, ein Stop, aber dafür darf ich nicht in Q3 fahren. Bleibst hier. Der Jolian. Ja, ich will gerade sehr viel, damit mache ich mir die Reifen etwas kaputt. Lieber kontrollierter am Limit fahren. So, Hülkenberg an Stroll dran. Ich bin auf der Geraden nicht bekommen, im letzten Sektor wird er mich aufhalten. Na, ich kann doch bekommen mit viel Glück. Nee, ist weit weg, ist weit weg. Der hält jetzt richtig auf. Da freut sich Sainz gerade. Bin ich mal wieder lila. Etwas Sicherheitsabstand. Ich muss am Ende des ersten Sektors mich vorbeibremsen. Wenn ich noch eine Chance auf Sainz haben will. Na, so nicht. Scheiße. Muss ich wieder auf die Gerade hoffen und für die zweite noch genug dran sein? Die erste wird schon reichen. Jetzt bremse ich mich auch nochmal ran. So, Sainz gerade im Knick. Ja, dann bekommen wir. Wird doch enger als gedacht, aber hey. Muss ja auch mal sein. Scheiße.
Komm, fahr vorbei. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Ah, das war sehr hinderlich. Mann, was mache ich denn gerade? Reifen habe ich damit auch noch verschlissen. Jetzt habe ich den lahmen Arsch wieder hier vor mir. Raycon ist gerade eine neue schnellste Runde gefahren. Das ist ja schön für die schnellste Runde. Wer kommt nicht an Stroll vorbei? Eine kleine Genugtuung, was bringt mir gegen den Teamkollegen nichts. So, mehr Fokus ans Ende des ersten Sektors legen, und zwar jetzt schon. Wir fahren gleich noch 5 Runden. Sainz kann ich noch bekommen. Soll es nicht von Palma verleiten lassen? Noch schnell genug vom Mann schnell weggekommen. Wie Achtung? Was ist denn hier los? Das bekomme ich ihn wieder nicht. Mann! Okay, alles klar. Ein Ferrari, ist das Kimi? Oh oh. Nee, Vettel. Okay, wir haben aus für ihn. Jetzt bitte uns nicht drehen. Halt Abstand, Junge. Ein Tick näher dran als letzte Runde, aber jetzt nicht wieder verbremsen. Wieder gemächlich reinbremsen. Was? Das will kommen nicht rein. Wir können das sonst nicht mehr nutzen. Ich brauche nicht auf Mager fahren. Okay, damit bekommen wir Science. Reifen haben wir noch genug. Das können sogar Punkte werden. Hoffentlich bloß 2 Runden. Ich depp. Durchfahrt uns, Double Go. Ich hab. Okay, Scheiße, was mach ich denn? Ach, ich bin eine Pfeife, sage ich euch. Ich war jetzt nicht ganz bei der Sache. Völlig zu Recht die Strafe. Ach nein. Hab mich schon so gefreut, weil jetzt noch Punkte möglich waren. Was mache ich denn für einen Scheiß? Toll. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Innerhalb von 3 Runden antreten. Gucken, wie lange Safety gerade draußen bleibt. Aber Durchfahrtsstrafe und Stop and Go, aber nicht beides, oder? Das wäre schon etwas sehr hart. Ach man, ich depp. Mann, wir sind auf der 12. Der 10. Platz kommt uns gleich so nah, aber kriege ich nicht mehr. Eine kleine Unaufmerksamkeit in das ganze Rennen, Eimer. Da liegt ein Teil, ne? Das ist Safety Car. Das gehört dazu. Bitte! Hau ab! Das Safety Car wartet auf den Führenden. Du kannst es überholen. Überhole das Safety Car. Hoffentlich findet es das schnell. Wenn ich Glück habe. Nee. Es sind ja noch 4 Runden. Dann fahren wir hinterm Safety Car rein und ich darf ja nicht während der Safety Car Phase die Strafe absetzen. Das wäre toll. Aber es bleibt niemals so lange draußen. Nee, glaub ich nicht. Ich schätze mal, Runde 27 kommt rein. Runde 28 wäre so toll. Die eine Runde, bitte, Bernd Mailänder. Wir kommen dem Führenden überhaupt nicht nah. Wir werden überhaupt nicht reinfahren. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Und solange der 10. auch noch frei fahren kann, kommen wir nicht ernsthaft an ihn heran. Also Punkte. Ja, Safety Car ist einfach doch immer noch ziemlich Müll. Je länger ein Rennen andauert, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man das Feld zusammenbekommt. Je länger ein Rennen dauert, desto eher ist das Feld maximal auseinandergerissen, wenn das Safety Car wieder reinkommt. Safety Car kommt in dieser Runde Was? Rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denk jetzt schon daran, dass bis zu den grünen Flaggen... Das war überhaupt nichts. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ihr seht, die 3 ist immer noch da, auch eine Runde später.
Safety Car war für ein Witz, man hätte auch das Virtuelle rauslassen können. Safety Car, wenn sie überhaupt den Film bekommen hat. Das stimmt, ja. Ah. Wie viel Abstand habe ich gelassen? Mal gucken, wie weit... Oh, sehr weit vorne. Ein paar Informationen zu Vettel. Sie zieht sich aus dem Rennen zurück. Damit ist Kimi Weltmeister. Das Safety Car hat aber sehr früh angekündigt, dass es reinkommt. Klar, die 3 war die ganze Zeit da mit dem SC. Der Abstand zum Safety Car ist weiterhin sehr komisch. 9,5 Sekunden. Also ganz am Rennende kannst du es knicken. Bis Rennhälfte hat es noch einen Effekt, danach gar nicht mehr. Jetzt war das ja gar nichts. Gucken, ob die Strafe, ob die sich gemerkt hat. Wenn wir der Box näher kommen, müsste da wieder was auftauchen. Na, Team, keine Anzeige. Die Strafe? Haben die die vergessen oder wie? Jetzt auch über ein Überfahren der Linie hätte ich spätestens damit gerechnet. Also wenn hier nichts weiter kommt, keine Erinnerung, versuche ich es mal durchzufahren. Denn wenn das Spiel mir keine Anmerkung gibt hiermit, da ist noch eine Strafe. Dann werde ich in die Boxengasse einbiegen für meine eigentliche Strafe, aber dann würden die mich zum Boxenstopp holen. Dann wird der Autopilot uns zur Crew lenken. Mal gucken, ob noch eine Erinnerung kommt. Wenn wir die nächste Runde befahren, müsste dann einstehen. Oh, Sainz fährt an Massa vorbei. Er holt sich hier noch einen Punkt. Ah, das Safety Car kam trotzdem ungelegen. Der Abstand zu Sainz ist geblieben. Ich hätte niemals verkleinern können, weil es sofort wieder reingekommen ist. Und ich hatte weniger Runden, also ich hätte auch so Sainz nicht bekommen, sage ich einfach mal. Aber dennoch ärgert es mich, was ich da gemacht habe. Wird mir hoffentlich in Leere sein. Heute noch relativ unwichtig. Ich werde mich hoffentlich ganz, ganz lange noch dran erinnern. Das ist immer mein Positives bei irgendwelchen debatten Aktionen meinerseits, dass ich da einfach lange dran denke und das dann einfach besser mache. Hülkenberg ist immer noch hinter Strong. So, liebes Team, gibt's eine Erinnerung? Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jetzt nehme ich gleich die letzte Runde. Jetzt darf ich eigentlich schon noch diese Runde reinkommen. Ich hätte längst eine Erinnerung bekommen müssen. Ich fahre gerade bewusst einer Disqualifikation entgegen. Das ist deine letzte Runde. Müsste eigentlich jetzt schon kommen. Weil ich habe jetzt keine Chance mehr, meine Strafe abzusitzen. Das Spiel hat die verschluckt. 60%, dass das Spiel die Strafe gerade verschluckt hat. Aber vielleicht gibt es gleich noch ein böses Erwachen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,2 Sekunden. Aber Sainz jagt sogar noch jemanden in der letzten Runde. Coole Sache, was Sainz da macht. Und Hülkenberg bleibt in der Fahrerwärme auch hinter uns. 3 Punkte haben wir Vorsprung. Wir wollen keine Punkte und Hülkenberg dann erst recht nicht. Schade, das Rennen gerne. Safety Car war echt kacke gegen Ende. Klar, in erster Linie habe ich es einfach verdödelt. Aber auch so hat das Safety Car die Aufholjagd zunichte gemacht. Es wäre so schon sehr schwierig geworden, an ihn ranzukommen. Aber so? Unmöglich. Praktisch. So, ich bin gleich gespannt, ob das Spiel verschluckt. Muss mir nochmal genau durchlesen. Da gab es auf jeden Fall eine Anzeige für Durchfahrtsstrafe und Stop and Go 5 Sekunden. Kann auch gut sein, dass es mir einfach Zeit noch drauf rechnet. Also 3 Möglichkeiten gibt's. Wir kommen durch. Mit gut Glück. Wir bekommen eine Zeitstrafe. Oder wir werden einfach disqualifiziert. Und ich gehe einfach mal vom Schlimmsten aus und sage, wir werden disqualifiziert. Und dann kann ich sagen, hey, besser als gedacht.
heißen die drei daneben? Okay, ah, Zeitstrafe. Platz 18. Tolle Leistung. Ich weiß, das war ein schwieriges Jahr. Wir mussten viel durchmachen. Aber wir bleiben dran, verbessern uns weiter und schlagen nächste Saison zurück. Ja klar, gerne doch. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ihn niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel-1-Weltmeister. Kimi! Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Für uns ja. Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ah, Ricardo heute auch. Heute können wir auch einen neuen Weltmeister, da ihm die Führung nicht mehr zu nehmen sein wird. Was für ein großartiges Jahr für die Formel 1. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Die Konstrukteursrangliste steht zwar vielleicht schon fest, aber werfen wir noch einmal einen Blick darauf. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Viele Strafen habe ich ja diese Saison nicht bekommen und gerade beim letzten Rennen musste ich nochmal zuschlagen. Also, ich muss sagen, das Safety Car war schon immer nicht wirklich so toll. Also, klar an sich schon toll, dass es das gibt, weil es gibt es auch, glaube ich, in der echten Formel 1 und ist immerhin ein taktisches Element, aber ganz zu Beginn war die Autobremse kacke, die du da noch drin hattest. Vor allem beim Neustart, da konntest du gar nichts reißen. War vielleicht sogar am besten damals noch, als das Safety Car. Wobei, so richtig eingefangen hat das Feld, weiß ich gar nicht mehr so genau, ist schon zu lange her. Aber dann gab's F1 2014, da kam das Safety Car sehr, sehr selten raus. Zweimal Ungarn hatten wir das Safety Car, ansonsten glaube ich gar nicht. Dann hatte Safety Car erstmal eine Pause, dann kam es mit F1 2016 wieder. Und da, ja, Problem wie heute, das Safety Car fängt das Feld einfach nicht ein. Das Ding fährt einfach viel zu schnell. Hamilton sollte mal mehr F1 2017 spielen, von Codemasters. Dann wäre er mit dem Safety Car glücklicher. Aber in erster Linie habe ich einfach gepennt, Sainz hätte ich, glaube ich, auch ohne Strafe nicht mehr bekommen mit Safety Car, aber hätte, wäre, wenn und aber. Die Strategie war auf jeden Fall richtig mit den Roten. Wir wären zwar im Normalfall ohne Ausfälle nicht in die Punkte gekommen, aber das gehört auch dazu. Sainz hätte ich noch bekommen mit viel Mühe, aber hey. Also, nochmal von vorne. Bottas auf der 1, dann Kimi, der neue Weltmeister. Verstappen auf der 3, Ricardo, Perez nochmal ein sehr starkes Endergebnis. Hamilton auf der 6 mit 2 Stops. Hat wahrscheinlich einfach nur Reifenverschleiß gehabt, genauso wie Verstappen und Ricardo. Aber andere konnten wieder besser haushalten. Es waren noch andere in Q3. Magnussen auf der 7 auch ein sehr starkes Ergebnis. Ich glaube, wir liegen knapp vorne, müssen wir aber gleich mal schauen. Ocon auf der 8. Dann Grosjean auf der 9. Carlos Sainz auf der 10. Massa auf der 11, Palma, starkes Rennen auf der 12, Stroll auf der 13, auch nicht verkehrt. Klar, mit frischeren Reifen konnten wir, wie viele Sekunden haben wir? 5 Sekunden und Durchfahrtsstrafe, okay. Nicht Durchfahrtsstrafe und Stop and Go, sondern Durchfahrtsstrafe und 5 Sekunden. Die haben einfach das in die Box fahren und rausfahren bei der Stop and Go weggelassen. Nur die 5 Sekunden mit reingezogen. Hülkenberg auf der 14, Alonso auf der 15, Ericsson, Van Dorn, 1,44,4. Ist natürlich 2 Stops geschuldet.
Sainz musste länger, konnte bloß zu Beginn schnell fahren, da war er wohl im Verkehr, insofern kann man seine Rundenzeit nicht wirklich als schnellste Runde ansehen. Im Vergleich zu uns, Verlaine hat es aber noch hinter uns geschafft und Vettel ist ausgeschieden. Rennleitung. Abgekürzt, abgekürzt, Rasen, gelbe Flagge ignoriert. Aber zugleich, ne? Nicht erfülltes Stop and Go, vor allem nicht erfülltes. Nicht erfüllte Durchfahrt. Du fällst zu weit zurück, Ricardo. Ja, das hat's. Aber wer hatte das? Und war es ein Mercedes? Welches Rennen war denn das? Auf jeden Fall war Silverstone. Silverstone, Kimi vorne und dann Kloppert, das war's. Der war zu weit hinten. Du fällst zu weit zurück. Ist auch ein ganz klarer Bug. Ansonsten war nicht viel los. Das Safety Car. Und dem ist was vorausgegangen. Müssen wir mal schauen. Rangliste. Aha. Ocon nach vorne. 2 Punkte hinter uns. Magnussen. Okay. 6 Punkte noch Abstand. Da war ich nicht ganz im Bilde. Wir werden die Tabelle, glaube ich, nochmal bekommen. Aber zur Sicherheit. Kimi mehr als einen Sieg vorne. Dann Vettel. Hamilton 2 Siege dahinter. Bottas. Dann Ricciardo 8 Siege dahinter. Perez davor noch Verstappen. Grosjean. Wir. Grosjean sticht noch heraus. Ocon sticht aber auch weit heraus, wenn man seinen Teamkollegen sieht. 130 zu 44 Punkten. Grosjean 80 zu 40 Punkten. Und wir 46 zu 22. Die 3 mit 4 und Van Dorn wirklich letzter geworden. Bei den Konstrukteuren waren wir sowieso sicherer als in der Fahrer-WM. Klare Abstände, außer zwischen Renault und Williams, aber die konnten beide nicht punkten. Da war ja noch mal einiges los im letzten Rennen. Punkte hatte ich vor Augen, aber war letztendlich nix. Den Ocon habe ich ganz schön in die Enge getrieben. Für Bottas wurde es auch sehr eng. Ja, Start verloren, aber am Ende das Rennen gewonnen. So kann's gehen. Tja, und Ocon hat mich in einen Fehler getrieben, den ich gar nicht machen wollte. Aber passiert ist passiert. Und an der Stelle bin ich nicht einmal zu weit rausgefahren, auch später, als ich angreifen wollte. Hab's ihm hier nochmal schön eng gemacht, aber genauso richtig. Nicht zu eng, ich kenne die KI an der Stelle, oder ich kenne halt die Enge da. Ging auf jeden Fall gut. Und dann Julian Palmer. Also, sieht man nochmal deutlich, wie viel später ich bremse, und das war viel zu spät. Ja. War halt wichtig, dass ich da mehr keinen Vorteil draus ziehe, dass ich dann jeweils hinter dem Fahrer dann wieder rauskomme. Und Sebastian Vettel. Da sehen wir links die Boxengasse und was passiert? Reifenplatzer, fast eine ganze Runde und am Ende die Mechanik. Und Danny Ricciardo, wie in Silverstone, er fährt gerade über Stadtziel und bekommt die Strafe, weil Bottas schon auf der langen Geraden ist. Ist im Spiel zu lang. Ist sehr ärgerlich, dass Codemasters den Fehler schon so lange drin hat und noch nicht korrigiert hat. Muss doch nicht sein, warum? Ist das so schwierig zu machen? Eigentlich nicht, oder? Und zum Schluss noch Carlos Sainz, wie er sich auf Platz 10 geschoben hat. Da vorne der Haas fährt vorbei und Sainz nutzt die Gelegenheit gleich und fährt auf derselbigen Geraden auch noch vorbei. Also Sainz hat in Brasilien und jetzt auch in Abu Dhabi einfach alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Was ich vielleicht besser machen sollte, in den beiden Rennen nicht in Q3 fahren, also war heute weniger ausschlaggebend. Das war eher mein Verschulden, anders als in Brasilien. Da bin ich einfach so schnell es geht durchgekommen. Aber heute habe ich es mir auf jeden Fall selbst zuzuschreiben, dass ich meinen Teamkollegen nicht bekommen habe. Aber dennoch mit roten Reifen am Start oder generell mit frischen Reifen, mit der Reifenwahl beim Start, hätte ich auch einen durchgezogen. Ich bin ja schon anfangs auf einen Stop gegangen, hat sich dann anders herausgestellt mit den lila Reifen, aber die roten, habe ich gesehen, haben wunderbar gehalten. Also ein Stop, erst auf gelb, dann auf rot, hätte ich locker gehen können. Das dann vielleicht in der nächsten Saison, und generell fand ich die Saison wirklich sehr gelungen. Also ich hatte tolle Momente, zum Beispiel ganz besonders eben das Rennen in Belgien, das würde ich mal hervorheben, aber dann eben auch zum Beispiel Bahrain, Baku,
Oder eben auch heute hier. Safety Car Phase zu schnell gewesen? Ah ja, Safety Car Phase. Es blieben nicht mehr 3 Runden übrig zum Strafe absetzen, deswegen konnten wir die am Ende einfach addiert bekommen. Soweit so in Ordnung. Und ja, während des Safety Cars heute zu schnell gewesen, da war ich zu sehr in Gedanken. Das darf mir nicht passieren. Also ich habe ein paar Ecken, wo ich draus lernen muss. Es gibt auf jeden Fall noch Ecken, wo ich arbeiten muss, um dann noch bessere Einzelergebnisse rauszufahren. Ich bin mal gespannt auf Mischmaschrennen. Wenn es wieder heißt, wir fahren mit Trockenreifen und mit Regenreifen, werde ich mal weiter beobachten. Ich schätze mal, die KI wird da einfach schneller fahren, langsamer fahren. Liegt, glaube ich, weniger an mir oder am Setup, aber müssen wir einfach mal weiter beobachten. Aber die Saison ist noch nicht zu Ende. Das Video geht noch ein klein wenig, aber heute ohne klassisches Rennen. Da wartet ja schon Emma. Was sie uns wohl zu sagen hat? Saubere Runde in Prozent, 92. Da waren die ganzen Fehler dann 8%. Ressourcenpunkte Bonus. Aufgrund deiner Leistung während der Saison wurden dir zusätzliche 1752 Ressourcenpunkte für die Vorbereitung auf die nächste Saison zugeteilt. Gut, denn somit kann man den Wagen weiterentwickeln, finde ich gut, denn kein Team macht in der Winterpause nichts. Damit lässt sich bestimmt was anfangen. Zwei noch. 7 Punkte Rückstand für Hülkenberg. Emma wartet schon auf uns. Ach Mensch. Das bewegt sich aber auch gar nicht, ne? Dann gehen wir gleich mal hin. Hey, kurze Frage. Wie geht's dir so? Bist du zufrieden? Ich meine, natürlich hoffe ich das, aber es gibt auch andere Optionen, falls du interessiert bist. Ich mach mal die Tür zu. Pfannkuchen? Vor ein paar Wochen hat mich ein anderes Team kontaktiert und naja, die Dinge haben sich seitdem weiterentwickelt. Hier sind die Angebote, die ich einholen konnte. Du musst nichts tun, was du nicht willst. Aber sag mir, was du davon hältst. Sie hat bei jedem Rennen so ein schickes Büro. Nicht schlecht. Moment, Augen zu. McLaren, sauber, Red Bull. Ah, ist noch schwarz. Nee. Nicht ganz. Zweiter Fahrer bei Torosso bleiben. Zum zweiten Fahrer bei McLaren werden. Oder zweiter Fahrer bei Sauber werden. Toll. Durch das letzte Rennen hat Red Bull keinen Bock mehr, oder wie? Deine Leistung auf der Strecke hat das Interesse rivalisierender Teams geweckt. Sieh dir mal die Angebote an. Ist etwas Interessantes für dich dabei? Vergiss nicht, dass Teams oft bessere Erstverträge anbieten. Ist das eine Kette? Also ich sehe das Symbol nirgendwo. Muss ich da erst drüber gehen? Nee. Also ganz klar hatte ich schon vorher vor, auch wenn Red Bull gekommen wäre. Wir bleiben natürlich bei Toro Rosso. Wir haben noch viel vor. Jetzt, wo wir auch Ressourcenpunkte bekommen haben. Wir werden zum Fahrer Nummer 1, dann bekommen wir noch mehr Ressourcenpunkte. Guten Tag, Mick. Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass deine Leistung unsere Erwartungen übertroffen hat und du bei der Fahrermeisterschaft den 9. Platz erreicht hast. Und dein Teamkollege Carlos Sainz haben... Du und dein Teamkollege Carlos Sainz haben auch genügend Punkte gesammelt, dass wir in der Konstrukteure-Rangliste Rang 6 belegen konnten. Wir freuen uns auf noch mehr Fortschritte in der nächsten Saison. Entspann dich jetzt eine Weile, du hast es dir verdient. Scuderia Toro Rosso. Ach, Friede, Freude. Keine Pfannkuchen. Nächste Saison. Oh, da schon was entwickeln. Natürlich jetzt schon entwickeln, ansonsten nutzen wir die Zeit bis Australien nicht. F und E beim Ansehen, das machen wir natürlich zusammen. Deswegen habe ich auch schon so früh angefangen, mit euch zu euch zu reden. Die Stellung kennen wir schon. Sehen wir auch da drüben, Leistungsvergleich der Fahrzeuge.
Also, ich bin mit meiner Fahrzeug-DRS-Effizienz auch ohne Nutzung womöglich. Ich wollte auf die Entwicklung zurückkommen. Ich bin mit meiner bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. Also, was mit der Erfahrung jetzt einfach sehr wichtig war, das Getriebe auf jeden Fall voll auszubauen, weil das wird uns am ehesten Zeit kosten, wenn das zu sehr abgenutzt ist und Fehler verursacht. Wenn da einfach ein Gang fehlt, haben wir in den einzelnen Situationen, wo wir das wirklich hatten, auch feststellen können. Und auch die anderen Teile, dass wir da am meisten reingesteckt haben, haben wir einfach sofort gesehen, als die ersten Komponenten so langsam dem Ende entgegengekommen sind. War absolut richtig, würde ich auch nicht anders machen. Würde ich nicht großartig anders machen. Dann habe ich in die Schwachstelle Motor entwickelt. Ressourcenpunkte gesteckt, das war auch soweit richtig, weil es eben unsere Schwachstelle ist im Vergleich zum Rest. Motorleistung kann auf den Geraden nun mal nie schaden. Ich denke mal, ich werde in der zweiten Saison, in der ersten Hälfte, denke ich mal, ist gerade meine Vorstellung, werde ich in den einzelnen Abteilungen so eine Waage haben zwischen wirklich Leistungsverbesserung und eben auch Ressourcenpunkte-Effizienz. Ich denke mal, so lange, bis wir irgendwelche Qualitätsprobleme bekommen. Wir hatten bisher eins, ne? Eins. Wenn sich das vermehrt zeigt, dann werde ich da auch was tun müssen. Aber ich denke mal, erstmal werde ich, egal ob jetzt Chassis, Abtrieb, Chassis, Aero oder Antrieb, werde ich da wohl jeweils die Waage gehen zwischen Leistung und Ressourcenpunkte-Effizienz. So, was heißt das jetzt genau? Jetzt alle Ressourcenpunkte in Effizienz stecken? Das ist ein bisschen zu eindeutig. Was macht man jetzt? Ich gucke erstmal Antrieb, obwohl ich eigentlich eher in eine andere Richtung gehen will, so langsam mal. Benzin sparen fällt mir auch gerade ein. Treibstofftechnologie, Leistung 1500. Empfohlen wird was anderes, da wird der Heckflügel empfohlen. Ich gucke mir mal die Beschreibung an. Achso, oben, ja. Beschreibung ansehen. Eine Prozentanzahl gibt es da nicht. Ist ja auch noch Leistung. Auch keine Prozentanzeige. Ausschalten würde uns einen riesen Schritt nach vorne bringen. Würde uns... Oh, sehe ich gerade. Ich habe... Oh, Williams! Ich sehe mir das gerade... Achso, Motorleistung. Okay, wollte schon sagen. Ja, hat sich jetzt schon was getan. Wir gucken nochmal kurz hier. Wäre es gewesen, wenn Williams auf einmal auf die 2 fährt. Ferrari, nee. Die Abstände sind soweit geblieben. Ja, ich war schon beim Antrieb und das Williams natürlich spitze, genauso wie Force India. Also nochmal hineinzoomen. Würde uns auf eine Stufe in etwa mit Haas bringen und die fahren Ferrari-Motor. Würde hier einen Tausender kosten. Genau, eine Woche ein Tausender. Eine Woche ein Tausender bringt in etwa gleich viel. Ja, das bringt sogar mehr. Friert mal kurz ein. Ja, bringt mehr. Bringt doch mehr. Bringt mehr. Also wenn, Motorleistung, dann das. Aber... mal A, stärker die Effizienz. Hochleistungsantriebsupgrades dadurch 10%. Insgesamt 20% weniger Ressourcenpunkte erforderlich. Würde bei einem Tausender bedeuten, wir sparen einfach mal flux 100 Ressourcenpunkte, ne? Kostet 600. Hätten wir 1400. Ah, die Leistung wäre schon toll, ne? Ich schaue erstmal kurz woanders vorbei. Ich schaue mir erstmal mehreres an, ehe ich mich entschließe. Das mag ich immer so sehr an Fähigkeitsbäumen. Einfach abwägen, was willst du machen? Was ist für die Zukunft, glaube ich, ganz gut? Was willst du als nächstes machen? 10% Effizienz, 57. Bringt uns beim Chassis aber auch eine ganze Ecke voran. Ist klein, dauert eine Woche, bringt doch viel, kostet aber auch ein Tausender. Ist aber doch ziemlich gut.
Qualitätskontrolle, in Anführungszeichen nur 7,5%, kostet aber auch nur 400 Ressourcenpunkte. Tja, wenn es einmal fehlschlägt, ach, ich glaube, ich lasse erstmal so weit kommen, bis es fehlschlägt. Also hier hätten wir 1750. Ah, könnte ich nicht noch den Motor verbessern? Ich will aber jetzt eigentlich ungern weiter was in Sachen Leistung verbessern, ehe ich nicht einfach mal die Effizienz in der entsprechenden Abteilung angeschoben habe. 4 Wochen. 6 Wochen. Wow. Tja, und die ganzen Zwischenschritte noch gar nicht mal mit drin, sondern bloß das eine Stück. Oder? Muss ja, wir könnten ja so gehen. Und dann bis hierhin. Dann hätten wir ja ganz, ganz viel ausgebaut. Wäre ja Quatsch, wenn er uns dann bloß so weit voranbringt wieder. Versteht ihr, was ich meine? Also, die Verbesserung, die wir hier jeweils sehen, ist für dieses eine einzelne Stück. Für das eine Teil zuständig. Okay, guck ich mal unten. Die Aero. Fehlschlag und hier. Ein Tausender. 10%. Und Heckflügel kostet auch ein Tausender. Bringt uns nicht so sehr voran. Ich bin doch gewillt, weiter Motorleistung zu gehen, obwohl ich eigentlich mal vor ein paar Rennen was anderes gesagt habe. Motorleistung brauchst du einfach überall. Die ersten Rennen. Ja, auch in Australien kann es nicht schaden, aber da noch am ehesten der Abtrieb im Vergleich zu China. Da schiebt der Wagen auch beim Herausbeschleunigen. Also das ist Verlockung und Abwägen. 2000, 6 Wochen. 6 Wochen auch 2000. Auch. Dann bin ich sogar gewillt, ehe ich jetzt bloß hier was investiere. Also, was ich gerade vorhabe, ist Ressourcenpunkte Effizienz bei dem Antrieb zu verbessern, genauso wie den Antrieb an sich, nicht den Treibstoff, die Effizienz. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch was übrig für hier was Kleines. Aber ich will jetzt nicht hier was anschieben und dann, ja, hier nichts weiter verbessern in Sachen Leistung. Deswegen bin ich gewillt, hier wirklich auf Motorleistung zu gehen, aber vorher natürlich dann hier ausbauen, vielleicht sogar zweimal. Macht 1400? Ja, 2400, das wäre am besten. Ich glaube, so mache ich's. Ich baue das aus und dann ein Tausender noch. Bloß nicht den Benzinverbrauch, sondern Motorleistung. So, ich gucke nochmal nach. Also das war besser als das. Bleibt mir ja bloß noch das hier abzuwägen. Das hier mit dem gleich unten. Muss ich ganz schön viel klicken, muss ich schnell sein. Jetzt hat er nicht so ganz gemacht, was ich wollte. Schon wieder. Mann, ist aber schwierig. Es gibt sich die Waage. Es gibt sich die Waage. Was steht hier? Verbesserung am Kraftstoffeinspritzsystem ermöglichen einen effizienteren Kraftstofffluss, der zu mehr Sparsamkeit führt. Bringt uns zwar ganz schön voran, aber bringt mir nicht vorrangig Leistung. Das wäre halt wirklich Motorleistung. Eine stärkere Kurbelwelle kann die Last des Motors besser kompensieren, wodurch die Leistung ohne zusätzliche Abnutzungserscheinung gesteigert wird. Mach ich. Dann gehen wir aber vorrangig erstmal hier. Ich kontrolliere nochmal. Sofort, sofort, natürlich 1400 und dann hier ein Tausender. Mach 2400. Mach mal. Ja. Ja. So, und jetzt. Ah, kostet ja gleich weniger, ne? Und noch 800. Wie viel kostet der Rest dann? Hier schon ein Tausender, 1200, immer 200 mehr.
Also bevor ich dann hier nochmal weiterentwickle, gehe ich glaube ich nochmal hier. Wobei ich will dann eigentlich auch nochmal Aero und Chassis machen. Ah, schwierig. Aber so schön. Aber jetzt erstmal kommen wir hier mal zu Potter. Eine Woche 800, haben wir noch 300 paar zerquetschte über. Bitteschön. Dankeschön. Bitte nicht fehlschlagen. So. Wird uns erstmal wieder vor Haas bringen. Gut, dann auf in die nächste Saison. Da gehen wir noch zusammen hin. Das letzte Rennergebnis war... Ah, aber schlechter als Monaco und genauso schlecht wie Bahrain. Wir sind überall Mitte im Grünbereich. Wir sind hinter Haas. 10. Platz, gleich mal, ja, der Start war super. Dann aber Bahrain, da muss ich auf jeden Fall einiges wieder gut machen. Russland hängt vielleicht vom Wetter ab. Die Mischmaschbedingungen kann man gut erkennen. Nee, nicht wirklich. Da Kanada auch mit dabei ist. Also Mischmasch war Russland, war auch Österreich und war auch Mexiko. Aber in Mexiko habe ich noch einen Punkt geholt. Platz 5, bestes Ergebnis. Dann Ungarn mit Safety Car. Absoluter Glücksgriff. Sonst wären wir ganz weit hinten gewesen. Carlos Sainz hatte ja... Der hatte ja einen boxenden Vorsprung. Der hat schon einen gemacht und war trotzdem direkt hinter uns. Ja, ja. 10, 9, 18, 14. Da war ein kleiner Hänger drin. Dann kam Spanien. Super. Monaco. Ja. Da habe ich keine neuen Teile eingebaut. Da habe ich einfach alte weiter benutzt. Würde ich heute anders machen. Kanada war schwierig. War aber trocken. Baku mein Highlight in dem Sinne. Österreich, Mischmasch. Dann viel Glück am Ende von Silverstone. Ungarn natürlich noch mehr Glück. Belgien, dieses fantastisch, also mein bestes Rennen der Saison, finde ich weiterhin. Italien, einfach das Beste aus den Möglichkeiten rausgeholt, aber nicht so gut wie in Belgien gefahren. Singapur, Schwein gehabt mit Magnussen und Sainz. Malaysia auch ein spitzentolles Regenrennen erlebt. Aber eben von Anfang an Regen bis Ende durch. Japan, hätte ich vielleicht 2 Runden eher reinkommen sollen. USA, ja, da hat sich Vettel geärgert. Ricardo auch. Mexiko, Mischmasch. 1 Punkt sehr viel wert. Brasilien 1 Punkt. Und Abu Dhabi. Also bei Brasilien muss ich auch ansetzen. Indem ich einfach nicht in Q3 fahre. War eine tolle erste Saison. Dann gehen wir mal in die zweite. Was für eine lange Folge. Wird die länger als das erste Training in Österreich, sage ich, in Australien? Mal sehen. Das Rennen dauert ja ganz schön lange, weil ziemlich hoch angesetzte Rundenzeit. Komm schon. Gucken. Oh oh. Hey, ich hab was. Bitte keinen Fehlschlag. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Also. Motorleistung, Kurbelwelle. Habe ich vorhin schon vorgelesen. Klein 4 von 9 Bereichsfortschritt. In Sachen Motorleistung, nicht Benzinverbrauch. Gut. Neuer Saisonbeginn. Hallo Mick. Ein neues Jahr steht an und mit ihm vergeben sich... Entschuldigung. Nochmal vorne. Hallo Mick. Ein neues Jahr steht an und mit ihm ergeben sich neue Möglichkeiten. Alle im Team wünschen dir viel Erfolg und freuen sich darauf, dir zu einer erfolgreichen und aufregenden Saison zu verhelfen. Aufgrund deiner Leistungen im letzten Jahr erwarten wir von dir eine Platzierung auf dem 12. Platz. Oder höher in der Fahrerrangliste. Mal gucken, inwiefern das eine Herausforderung ist. Sind das Orangen da rechts? Sehen so orange aus. Im Namen aller im Team wünschen wir dir viel Glück. Scuderia Toro Rosso. Pfannkuchen sind es, glaube ich, nicht. Nee. Laptop. Ah, alles wieder auf Anfang. Bin mal gespannt, wie die Abnutzung so verläuft. Strapazierfähigkeit, glaube ich, werde ich erstmal etwas hinten anstellen. Am ehesten noch. Aber der Verbrennungsmotor bringt am meisten Leistung. Wenn da eine Abnutzung herrscht, klar, verlieren wir da am ehesten.
Das Getriebe ist maximiert. MGUH und K-Turbolader. Die vier. Mal gucken, ob ich da vielleicht so ein, zwei noch ausbaue in der ersten Saisonhälfte. Aber erstmal eher etwas zurückstellen, das Ganze in Sachen Strapazierfähigkeit. Und wir stehen weiterhin hinter Haas. Ferrari von Mercedes, Red Bull Force India, Renault. Williams liegt mittlerweile vor Haas auf Platz 3, 4, 5, 6. Und die beiden letzten noch weit, weit hinten. Na gut, dann auf zu Training 1. Ja. Und dann erstmal Folge beenden. Muss den Spaß noch bearbeiten. Ich will heute noch ins Bett. Nee, kann ich vergessen. Heute wird nichts mehr. Willkommen in Melbourne. Das Training. Der Tag geht nicht mehr lang. Ich habe mit Chris über die neuen Teile gesprochen. Wir sind froh, dass sie sich gut einbauen. Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Oh nein. Da war der Finger zu schwer. Ah. Entschuldigung, Jeff. Entschuldigung. Die Saison fängt ja gut an, aber ich denke mal, wir können das verbessern. Und damit machen wir dann im freien Training weiter. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.